Wisst ihr, ich glaube, ich lasse es mir ja nicht wirklich anmerken, dass ich manchmal hier in Super Mario Maker doch einen erhöhten Puls habe. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, dass ich es mir heute mal ein bisschen entspannter mache. Dementsprechend gibt es heute die Endlos-Herausforderung auf Normal, die ich scheinbar auch schon mal gespielt habe. Der Rekord ist 20 Level. Ich würde sagen, wir machen einfach hier mal weiter. Es kann sein, dass das sogar mal in irgendeinem Video war, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann durchaus sein, weil ich glaube, zum Launch irgendwann habe ich mal alle möglichen Level gespielt in dieser Endlos-Herausforderung. Ja, und bin halt damals schon bei schwer gescheitert, ne? Papyrus Fight. Okay, was für ein Fight? What the fuck? Kann man euch irgendwie besiegen? Ich weiß nicht genau, was ich machen muss, to be honest. Okay, irgendwer ist gestorben? Irgendwer ist gestorben. Was für Papyrus, Alter. Ich bin ein bisschen verwirrt. Aber ich denke, bei Normal sollte es möglich sein, dass ich ein paar Level schaffe. Ein paar One-Ups wären hier nett gewesen. Ah, das war ja fair. Danke. Das war ja wirklich... Ah, guck mal. Ach, man kann die kaputt machen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ah, die Items sind weg. Geil. Top 10 designte Level. Da kann man ja sehr viel machen. Muss man da getroffen werden? Ist das so gewollt? Also ich weiß nicht genau, was es mit Papyrus auf sich hat. Wenn ich ganz ehrlich bin. Klärt mich da gerne auf. Aber man kann scheinbar diese Viecher besiegen. Das wusste ich nicht. Ich dachte, man stirbt daran. Bringt aber auch irgendwie nur ein bisschen, ja, Entspannung. Aber kann man die auch mit der Feuerblume töten? Weil ich glaube, in Super Mario Land 2 ging das nicht. Dass man die da gekillt hat mit Feuerblumen. Ich glaube, das hat da nicht funktioniert. Wir testen es mal. Nee, das ist einfach kacke gemacht. Oder? Okay. Läuft. Mach auf den Bums. Danke sehr. Ist an sich aber ein schaffbares Level. Bloß halt dumm gemacht, dass man da immer getroffen wird. Mal gucken, wo kommen wir jetzt hin? Was genau ist jetzt hier Papyrus? Ich werde wieder getroffen. Ja, lustig. Also klärt mich gerne auf. Ich glaube, da unten sieht man aber jetzt langsam, wie das hier funktioniert. Der fällt da irgendwie runter und dann, ja. Ah, okay. Man muss also wirklich einfach nur durchhalten. Wobei die oberen Fischbones gerade echt gar keine Gefahr waren irgendwie. Blume? Keine Blume. Das Level streckt sich auch ein bisschen, weil das Konzept ist jetzt langsam, ich habe es jetzt langsam gecheckt tatsächlich. Jetzt nicht so... What? Jetzt nicht so krass, dass man das so ewig strecken muss. Finde ich. Haben wir es jetzt? Doch, ich muss den Kollegen jetzt besiegen, ha? Nee, nicht unbedingt. Uah! Hier haben wir es. Okay, wie gesagt, klärt mich auf, Papyrus, was da jetzt Papyrus war. Das ist bestimmt irgendeine Reference an irgendwas. Ja, aber ich habe ein Level geschafft. Darf ich das mal ganz gucken? Wir haben einen neuen Rekord jetzt sogar. Ich habe scheinbar in diesem Playthrough schon 20 Level geschafft. Okay. Welt 1-3. Okay, was war nochmal 1-3 aus Mario Land, aus Super Mario Bros? Das war das mit den Pilzen, ne? Ganz genau. Mit Pilzen, ich dachte gerade auch. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Nachbau sein soll oder ob das... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Jetzt nicht rein. Ich bin immer enttäuscht, wenn es in Röhren nicht reingeht. Das war gar nicht mal so unskillig. Guck mal. Ich kann ein bisschen was in dem Spiel, so ein bisschen. Ich habe es letzter Zeit ja wieder ein bisschen öfter gespielt. Mit Benny und Marvin im Stream zum Beispiel neulich, ne? Immer sehr... Ist einfach ruhig. Immer sehr sehenswert, wollte ich sagen. Kann Yoshi auf den Kreissägen hüpfen? Ja, er kann. Ist das gefährlich? Eventuell. War das eine dumme Aktion? Möglicherweise. Okay, aber das Level ist auch schaffbar. Herr Nachbar. Hier geht's nicht rein. Oh, ich hasse das. Dass diese Pflanzen immer zu spät kommen, ist echt arschgefährlich. Wow. Stirb. Das hast du dir verdient. Höhlenbereich. Ich wusste es. Okay, ich habe Angst zu rutschen. Ich rutsche trotzdem. Okay.
Ah, guck mal. Interessantes Level bisher. Es ist... Oh, lol. Scroll auf einmal. Ha. Ich würde nicht sagen Nintendo-like Level. Aber ganz nett. Aber ganz nett. Ist auch so vom Schwierigkeitsgrad her für mich angemessen. Tue ich mir das hier noch an? Ich sterb hier safe, ne? Das ist so ein bisschen das Ding gerade. Okay, wenn ich jetzt wüsste, wie Mario World funktioniert, weiß ich sogar. Ich glaube, wenn man zu hoch ist, trifft, dann kriegt man gar nichts. Irgendwie nur eine Münze oder so. Zwei Ups, das ist in Ordnung. 13 Leben, das war das 22. Level. Doch, das fand ich gar nicht mal so schlecht. Guck mal. Klassisch. Ja, klassisch ist ein guter Tag eigentlich. Das passt ganz gut. Bloß, das ist auch angemessen für normal gewesen, fand ich. Es hätte auch zwischendurch irgendwelche kranken Tricks und Twists geben können. Erreiche das Ziel, ohne getroffen zu werden. Warum war Autoscrawling als... Da komme ich nicht runter durch, oder? Es laggt einfach. Seht ihr das? Es gibt einfach Frame Drops. Es gibt einfach Frame Drops. Das war ein angenehmes Level fürs Leben farmen. Aber Frame Drops gegeben. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich unter den Bumbums... Das war einfach Schrott. Ob man einfach drunter durchlaufen kann. Kann man aber. Könnte man. Ich dachte, ich werde da vielleicht getroffen von den Kollegen. Klappt. Ne, normal ist eher so mein Metier, ne? Vielleicht, ich sag mal so, mit ein bisschen mehr Übung ist dann auch schwer. Einfach. Ah, volar. Was heißt volar? Irgendwas mit Luft? Fliegen? Irgendwas? Ja, tatsächlich. Sind sogar neue Levels, obwohl ich den Playthrough da schon vor Ewigkeiten angefangen habe. Sind es neue Levels. Scheinbar. Also Volar, da dachte ich jetzt gerade irgendwie an Luft. Von wegen... Wie bin ich darauf gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie habe ich gerade in meinem Kopf gedacht, dass das passt. Irgendeinen lateinischen Fachbegriff. Den ich aber gerade vergessen habe. Ach komm, als ob. Ihr habt beim letzten Part geschrieben, ich hätte irgendwie die Stelle mit den komischen Blöcken und dem P-Switch mit dem Kugelwilli-Helm hätte ich irgendwie mit Wandsprüngen und Drehbums und so machen können. Durch irgend so eine kranke Technik. Ich hab Bock mehr drauf. Irgend so eine komische Technik, die ich aber nicht kann. Wie ihr seht, kann ich nämlich mit diesem Helm nicht umgehen. Ich bin offensichtlich zu inkompetent dafür. Escape the... Warum denn schon wieder 3D-World? Klassisch und kurz und knackig. Okay, let's go. Escape the Cave. Katzen Mario ist immer schon mal ein Bonus. Hallo. Auch wieder hier ein Level mit neuen Elementen. Hier ist oben was, oder? Nix ist da. Da hätte ich was hinplatziert, glaube ich. Nehmen wir mal so eine Kiste mit, weil warum nicht? Wo kommen wir hin? Ich stecke das hier überall aus, ja. Hier sind bestimmt irgendwo... Also ich würde hier überall Secrets hinpacken, wenn ich ehrlich bin. Ich bin so ein Fan von diesen... Ich würde auch da unten den Secret runter hinpacken, aber ich traue mich jetzt nicht. In so eine Röhre dann. Wow. Aber cool, dass die Piranha-Pflanzen aus Röhren kommen und nicht einfach aus dem Nichts. Das finde ich ganz angenehm. Wohin muss ich springen? Ich weiß nicht genau, wo es hingeht. What? Okay. Okay. Interesting. Ja, escape the cave. Da oben drauf muss was sein. Ist das jetzt hier der Secret Exit sozusagen? Da unten war ja auch eine Röhre. Oh, das sieht aber hässlich aus hier. Das hättest du schöner machen können. Lemon 1358. Das geht schöner. Ja, ich wusste es, dass da was runterkommt. Ich habe schon gerochen. Ich habe es tatsächlich irgendwie gerochen. Weil das sah aus wie so ein Twomp-Podest. Wisst ihr, was ich meine? Okay, wie soll ich den Kollegen besiegen? Kommt der runter? Kann ich den so irgendwie... Weiß nicht, wie man den besiegt, ehrlich gesagt. Wie besiegt man den? Von hinten? Nee. Ich brauche nochmal die Bombe, glaube ich. Die ist aber weg.
Hä? Wie soll ich das machen? Ich komme auch gar nicht mehr hoch jetzt ohne Bombe oder was? Och, komm, als ob. Ah, gut. Klappt nicht. Das ist dummes Design. Das ist dummes Design. Wie hätte ich denn gerade dieses Vieh da besiegen müssen? Das Gegenspringen hat er Stacheln. 1, 2. Also Untergrundlevel. Okay. Das ist kein Untergrundlevel. Ich warte mal auf den Cooper. Dum, 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 dum. Jetzt tötet ihr euch alle weg. Oh, fast ein One-Up. Naja, geht so. Wiegler? Okay, das ist nicht SMW 1-2. Da gab es keine Hammerbrüder. Bruder muss los. Yoshis gab es aber in 1-2, glaube ich. Das war das rechte Level, ne? In SMW. Ich habe es ja nie ganz gespielt, das Spiel. Ich habe schon ewig oder ganz oft angefangen, aber nie komplett gespielt. Was eigentlich eine Freveltat ist für jemanden, der Nintendo-Fan, Mario-Fan, whatever ist, dass man da SMW nicht durchgespielt hat, ist eigentlich strafbar. Hat man mir mal gesagt. Vor Gericht. Kann ich eigentlich Chainchomps fressen? Jo. Jo, euch kann man nicht fressen, alles klar. Oh, hier ist das Ziel. Ciao, Yoshi. Bringen diese Punkte eigentlich irgendwas? Bringen die Münzen? Die bringen gar nichts, ne? Ja, die bringen gar nichts. Okay. Also wir hatten heute komische Sachen dabei. Wir haben auch ganz gute Sachen dabei. Ich würde sagen, wir machen noch ein Level. Haben wir 25? Das ist doch eine schöne Zahl. Haben wir 5 Level geschafft? Das ist doch eigentlich eine ganz angenehme Zahl. Das ist jetzt nicht das, was ich mir erhofft habe, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe so ein Bild vor Augen. Ach du Scheiße. Das macht doch keinen Spaß hier. Was soll das hier? Das ist doch nicht lustig. Aber ich bin tot. Ich habe aus Versehen zwischendurch vergessen zu spinnen. Jo, ich habe vergessen zu spinnen. Lol, wow. Das war ein Skill-Moment. Da könnt ihr nichts gegen sagen. Da habe ich einfach mich wieder hochgeskillt. Das war gut. Wo ist das Leben? Das Leben des Brian. Das Leben des Brian. Wo ist das Ziel? Frag mich nicht, wenn ich in Drucksituationen komme in Mario Maker, dann macht in meinem Klopf... Alles klar. In meinem Kopf macht da irgendwas, bum-bum. Nicht pum-pum, auch nicht pam-pam, sondern bum-bum, dit statt Stingong. Gut, das würde ich sagen, ist doch ein schönes Level, 25 Level zum Abschluss, oder? War doch ein Top-Level. Ich danke euch sehr fürs Zuschauen, hoffe, ihr habt genauso schöne Level wie ich. Guck mal, leicht, 16 Rekord, 25, 3... Null, das habe ich glaube ich noch nie probiert. Sehr schwierig. Das müssen wir auch irgendwann nochmal machen. Das wird aber nichts, das wird nicht funktionieren. Egal, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut raus und ciao.